Yorkshire Terrier, richtig baden. So geht es. Ich werde es euch zeigen. Ich habe viele Anfragen darüber gelesen, wie bade ich meinen Yorkshire. Und ich dachte mir, ich mache euch mal ein Video davon. Hier lassen wir mal Wasser ein. Ich habe so einen kleinen Yorkshire, da reicht die Spüle. So, perfekt. Das Wasser sollte natürlich genauso die Temperatur haben, als würdet ihr ein Baby baden. Dazu kann man auch ein Babythermometer nehmen. Bei dem lachenden Gesicht ist das Wasser perfekt. Ja, ich teste das anhand eines Ellenbogens. Und zeige euch das auch gleich. So, das reicht schon an Wasser. Ein Viertel mache ich da rein, sodass gerade die Füßchen reinkommen. So, jetzt kommt der Test hier. Mehr Wasser mache ich nicht rein. Jetzt der Ellenbogentest, dass das Wasser auch perfekt ist. Sehr gut. So, gut, der Hund kann rein. So, hier ist unsere Kleine. Wie ihr seht, das Fell ist stumpf. Hätte jetzt noch nicht unbedingt gebadet werden müssen. Aber natürlich mache ich das jetzt für euch. Ein Yorkshire hat ja kein Unterfell. Und demzufolge hat er normale Haare und muss halt ab und an mal gebadet werden. So, hier nehme ich eine Schüssel, damit dieser Hund jetzt nicht Angst vor Wasser bekommt. Oder auch eure Hunde, wenn ihr zum ersten Mal badet. Er soll ja keine Angst bekommen. Auch bei der Menge des Wassers fängt er nicht gleich an, mit den Füßchen zu schwimmen. Ne? Weil es einfach keinen Grund dafür gibt und er keine Angst bekommt zu ertrinken. Deswegen nehme ich eine Schüssel. So, und damit kein Wasser über die Augen und auf die Nase kommt, nehme ich hier und halte ihr die Äuglis zu und die Nase. Und dann nehme ich ganz vorsichtig Wasser und dann hier nochmal am Hals nass machen. So, und das ist ein Shampoo. Ein super Shampoo, muss ich übrigens empfehlen, wer auf Mallorca wohnt. Ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland gibt. Das ist ein Shampoo mit Aloe Vera. Ein wenig knifflig, wie man die Flasche aufmacht. So, jetzt, ich benutze es gerade zum ersten Mal und da ich ja das Video im Nachhinein, der Hund ist ja jetzt schon trocken, muss ich sagen, das ist wirklich gut. Also auch Kämmverhalten, alles perfekt. Es spendet Feuchtigkeit, das ist eine für Fellpflege, sehr, sehr gut. So, jetzt überall schön das Shampoo verrennen, wenn es noch ein bisschen zu wenig ist, nehmt dann noch ein bisschen. Aber man braucht eigentlich überhaupt nicht viel von diesem Shampoo, das ist sehr ergiebig. So, jetzt überall schön verreiben, damit euer Kleiner keine Angst hat. Schön vorsichtig massieren. Unsere mag sehr gerne, wenn sie massiert wird. Wenn eure empfindliche Stellen hat, wo man nicht drankommen soll, dann bitte nicht da zu lange waschen. Er soll ja nicht sich verärgern. So, sie mag das Baden, wie man sieht. Oh, herrlich. Und dann die Füßchen noch. Ja, für die Hinterfüßchen, da setze ich sie meist in die andere Spüle. Ein Küsschen gehört natürlich dazu. So, perfekt. Sehr schön. Hier für das Gesicht, da passe ich immer auf. Das soll ja nicht in die Augen kommen. Wir wissen ja nicht, ob das Shampoo brennt. Ich habe es jetzt nicht vorher getestet. Und sie sollen es ja auch nicht ablecken. Ist ja nicht gesund, wenn Shampoo in den Magen kommt. Ne? Also schön vorsichtig. So, die Öhrchen und hier auch nochmal die Öhrchen. Perfekt. Ja, sie mag es, wenn sie massiert wird, deswegen mache ich da immer eine extra Massiereinlage. So, und hier habe ich noch ein Stück Gras gefunden. Sie hat sich vorher im Gras gewälzt. Demzufolge ist das Wasser nachher auch sehr, sehr dreckig. So, jetzt will es nicht von den Fingern abgehen, weil es nass ist. Sehr schön. So, und schön überall, dass das Shampoo überall hinkommt. So, dann nehme ich wieder meine Schüssel und mache das und wasche das richtig runter. Also wirklich an jeder Stelle und passt auf, dass sie nicht in der Augen läuft, das Shampoo. Also da wieder den Trick mit den Händen voll über die Äugchen. Und da kann man besser nochmal mit dem Finger dann das Shampoo so gut abwaschen. Ja, was ich sagen wollte, ein Yorkshire hat ja normale Haare. Fängt natürlich, also wie ich gemerkt habe, doch sehr schnell an zu riechen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie dieses Shampoo ist, ob da auch sehr schnell anfängt zu riechen. Aber unsere ist auch sehr agil. Die wälzt sich überall, die rennt, die geht auch schwimmen im Pool und so weiter. Wie ihr vielleicht schon in einem anderen Video gesehen habt, also das schreibe ich euch aber noch in der Videobeschreibung. Sie ist sehr, sehr agil und aktiv auch am Leben dabei. Und demzufolge ist wahrscheinlich auch das der Grund. So, schön alles rauswaschen. Wenn ihr merkt, dass das Badewasser dort einfach zu viel Schaum hat, habe ich das so gemacht, dass ich dann das Wasser in der Halbzeit so rauslasse und dann nehme ich hier jetzt Leitungswasser. Aufpassen, ne? Aufpassen, dass das nicht zu heiß ist, wenn der Wasserhahn die ganze Zeit aus war oder auch zu kalt. Nicht, dass ihr den Kleinen erschreckt und ja, ne, dann haben wir den Salat. Das wollen wir ja nicht. Ja, wenn euch das Video hilft oder es euch gefällt, dann kommentiert eventuell drunter. Vielleicht kann ich euch ja noch was Gutes tun. Vielleicht wisst ihr noch irgendwas nicht. Dann mache ich euch gerne ein Video davon. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr ja dann das Video auch nicht verpasst. Ist immer ganz wichtig. Auch vor allem freue ich mich ja auch darüber, über ein Abo, damit ich weiß, dass ich euch auch wirklich was Gutes tue.
Ja, so hier haben wir noch mal ein bisschen. Ich habe das Wasser auch getestet. Und Luni mag es gerade diese Stelle. Da hinten hat sie immer so mit Massieren und Kraulen und da mag sie es immer ganz gerne. So, nun haben wir alles rausgewaschen, Wasser aus, fertig. Jetzt nehmen wir Shampoo. Luna hat immer die Veranlagung, dass sie sofort raus will aus dem Wasser. Normalerweise setze ich sie jetzt auch auf den Boden, aber für euch habe ich sie natürlich hier oben abgetrocknet. Ich setze sie da nochmal zurück. So, ein sauberes Handtuch. Wunderbar. Eingeschlagen. So, jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich sie dann rausnehme aus der Spüle und dann lasse ich sie draußen. Ein Güsschen, ach, das gehört dazu. So. Aber für euch werde ich es jetzt doch nochmal hier machen, weil das für die Kameraposition am besten ist. So, schön, nicht gegen die Fellrichtung, sondern immer mit der Fellrichtung schön und massieren. Nicht so doll drücken. Aber ihr merkt selber, ne, wann euer Kleiner das am liebsten mag. So, dann muss ich euch zeigen, wie sie immer tobt nach dem Baden. Ich lege ihr dann das Handtuch auf den Boden. Und wir haben hier auf Mallorca jetzt gerade schwüle 39 Grad. Die ist also ruckzuck trocken. Hört mal den Ton. Ist der nicht klasse? Ich finde es zu süß. Ja, ich weiß nicht, ob euer das auch macht oder ob ihr schon wisst, ob euer das auch macht. Werdet ihr ja feststellen, wenn ihr es das erste Mal badet. So kriegt er auf jeden Fall keine Angst und lasst ihn ruhig anschließend ein bisschen toben. Geht mit ihm nach draußen, wenn es nicht zu kalt ist. Ansonsten müsst ihr das natürlich im Badezimmer oder in der Wohnung machen. Und ja, sehr schön. Ich werde euch noch Videos machen, wie man den Hund schneidet. Also nicht schneidet, also die Haare schneidet. Und natürlich auch, mit welcher Bürste kämme ich meinen Hund. Und was benutze ich als Hilfsmittel wegen der Knöllchen? Ein Yorkshire verknotet ja nun doch etwas. Wer einen hat, der weiß es. Der kriegt unheimlich schnell Knoten. Wichtig ist auch, dass ihr den Hund wirklich jeden Tag kämmt. Ganz wichtig, mit Bürsten, alles was ihr so habt, also was ihr empfohlen bekommen habt. Ich zeige euch im nächsten Video, was für eine Bürste benutze ich, was benutze ich als Hilfsmittel. Ich habe da extra einen Hundespezialisten gefragt, also einen Hundefriseur. Und der hat mir den Tipp gegeben. Ich werde euch den Tipp weitergeben im nächsten Video. Das blende ich euch dann unten ein. In der Videobeschreibung oder auch ihr werdet sehen hier an der Seite. Ja, dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Vergesst das Abonnieren nicht und das Kommentieren, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Hundbaden und bedanke mich, dass ihr zugesehen habt bei Heizis World und eurer Heizerbraut. Tschüss und viel Spaß!